nochmal irgendwie so eine Checkliste. Also wie gehe ich dabei immer vor? Wir nehmen immer an, L ist rational. Wichtig dabei ist, wir nehmen immer unendliche Sprachen. So, der zweite Schritt. Wenn L rational ist, dann wissen wir, gilt das Pumping-Lemma für L. Dann wähle die Zahl n aus dem Pumping-Lemma. Wir nehmen uns ein beliebiges Wort her, das aber größer ist als die Zahl, oder dessen Wortlänge größer ist als das n. So, fünftens, betrachte die möglichen Zerlegungen in die drei Teile UVW. Gegebenenfalls muss man hier Fallunterscheidungen vornehmen. So, und dann müssen wir uns für jeden der möglichen Fälle müssen wir uns ein I herausgreifen, sodass U, V hoch I, W, dass das kein Element in L ist. Damit haben wir einen Widerspruch zum Pumping-Lemma, weil das ist ja eine Eigenschaft, die für alle rationalen Sprachen gilt. Das heißt, wir haben hier den Widerspruch. Widerspruch zum Pumping-Lemma. Annahme war falsch. L ist nicht rational. So, das ist im Prinzip die Struktur, mit der Sie das immer anwenden und nicht anders.